Es regnet, stürmt und blitzt und ich nehme schon am frühen Morgen an einem Schultag dafür auf. Jo Leute, es hat mich wirklich so gepackt, dass ich mir jetzt doch überlegt habe, jetzt zwei Parts aufzunehmen, da ich ja in die Schule muss um 7:30 Uhr und ich um 6:30 Uhr losgehe. Jo, zum letzten Part war es sehr interessant, was da denn so alles passiert ist. Also viel Story-Relevantes. Und wir müssen jetzt nach Xenoroville, auf welcher Route liegt denn das? Da müssen wir auch wieder tauchen. Das ist eigentlich die einzige Stadt, die jemals unter Wasser lag. Wir müssen auf das Gebiet der Route 26. Das sind auch solche weißen Steine da. Verdammt nochmal, jetzt Pokémon. Übrigens sollte dieses Unwetter, das ist in Pokémon Rubin natürlich was anderes, das ist Sonnenschein und in Pokémon Smaragd ist eine Mischung, weil die ja beide aufeinandertreffen. Außerdem, ich weiß nicht, bis wie lange dieses Gebiet hier ausreicht. Und auf jeden Fall werden wir gegen alle Trainer kämpfen, auf die wir sehen werden, aber nicht gegen jeden der Route, weil es einfach zu viel Zeit kosten würde. Hier sehen Sie zum Beispiel, das geht natürlich klar, wenn sie nur ein Pokémon hat. Ja, also ich weiß nicht, ich denke mal, die geht über Seegras und zieht dieses Unwetter. Diese Unwetterfront. Jo, kurz vor 68 finde ich nicht schlecht. Ja, und da haben wir den Eingang zu Xenoroville. Ja, also ich habe immer früher als Kind gedacht, wie komme ich da noch hin, weil ich die blauen Flecken nicht wahrgenommen habe. Jo, hier natürlich auch fester Regen. Hier haben wir die Pokémon Arena, die geschlossen ist. Da können wir nicht rein. Es sind übrigens alle Häuser geschlossen, außer halt Markt und Pokémon Center. Allerdings sehr dumm, das Pokémon Center scheint vom Markt getrennt zu sein. Wir müssen uns wenigstens heilen. Dann müssen wir an einen ganz bestimmten Ort. Und zwar der Urzeithöhle. Die wurde ja schon mal erwähnt. Was sagt ihr so? Aber ich habe richtige Angst. Okay, du. Ja, hat sich hier zurückgezogen. Also man kann in kein Haus rein, alle Häuser sind verschlossen. Die Kunst, die bei den Häusern übrigens, da sie können jetzt nicht so richtig sehen, aber doch, ihr könnt sie schon sehen. Also ich finde die Häuser, die sind hier sehr gut gestaltet, mal was anderes, ohne Farbe und so weiter und so fort. Jo, das heißt jetzt mit anderen Worten, es geht jetzt hier lang. Weil da erwarten schon welche. Und zwar der Arenaleiter und Treu. EP, bist du auch hier? Bei diesem schrecklichen Regen? Oh, ja. Kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt? Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arenaleiter. Ich bin auch damit beauftragt, die Urzeithöhle zu schützen. Diese Regenschauer werden durch eine Kraft in der Höhe verursacht. Das ist die blaue Kugel. Ich verstehe, folge mir. Dieser Regen. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Aber warum verursacht dieser Regen so viele Probleme?
Immer mehr Regenwolken werden sich über Xenorubin bilden und sich über die ganze Höhenregion ausbreiten. Ja, die stehen einfach so da, haben keine Angst, müssen halt die Höhle bewachen. Die Urzeithöhle ist direkt dort drüben. Niemand in Xenorubin ist es erlaubt, die Urzeithöhle zu betreten. Aber du musst hineingehen, zusammen mit der blauen Kugel. Du musst gehen, egal was dich im Inneren der Höhle erwartet. P, ich hätte nie vermutet, dass du die blaue Kugel bei dir hast. Dir wird nichts passieren. Mit deinen Pokémon an deiner Seite schaffst du es. Davon bin ich überzeugt. Mal kurz was zu Vasili. Also die Smaragds wissen vielleicht, dass er nicht der Arenaleiter ist, weil er ist nämlich der Champ da. Wo ja in diesem Spiel ja Treues ist. Und da gibt's wirklich einen Typenwechsel. Wir brauchen den Blitz. Habe ich eigentlich gewusst, aber eher bei der Siegestraße. Vasili setzt Wasser-Pokémon ein. Egal, ob ihr jetzt ihn in der Pokémon-Liga herausfordert oder ob. Und wir hören übrigens die ganze Zeit solche Schritte. Egal ob Pokémon-Liga oder Arena. Und Treu, den gibt es nur in Rubin Saphir als Champ. Man kann allerdings dann später herausfordern. Als Zusatz praktisch wie Rot in Pokémon Gold, Silber, Kristall, Hard Gold, Soul, Silver. Hier die ganze solche Schritte. Bam, bam. Ich werde übrigens immer wieder an- und ausmachen, weil das nämlich das Problem ist. Soll ich Groudon aus Versehen besiegen? Ach, ich verwechsel es immer, das ist Kyogre. Weil soll ich Kyogre aus Versehen besiegen? Soll ich das Ding ausschalten und dann nochmal einschalten, weil ich möchte gerne Raikasa mit dem Meisterball fangen. Die blaue Kugel von LP beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Jo, und was bewirkt es also, wenn die blaue Kugel jetzt auf den zukommt? Legendary Battle. Irgendwie cooles Design, finde ich. Ein wildes Kyogre erscheint. Gut, mit Level 45 natürlich schwächer als gedacht. Aber wirklich coole Musik. Das muss man diesem Pokémon lassen. Na gut, wollen wir es jetzt 1000 Mal versuchen. Wir haben 29 Versuche natürlich, das ist. Aber es ist schon ein bisschen kraftauftreibend. Ja, wie ihr seht, schon 2 Wackler ist ganz gut. Womit ich meine, das kann sich noch verbessern. Jo. Tauchball bringt das vielleicht was, weil wir sind zwar nicht unter Meeresgrund, aber. Ja, bringt nichts. Bodyslam, das kann ja fast dieselben Attacken wie ich, aber nur, dass ich keine Hydro-Pumpe kann. Dieser Angeber. Jetzt tu deine Arbeit, Hyperball. Natürlich nicht. Jo, weil wir haben ja Beleber, also was soll uns passieren? Ich muss mich natürlich zugunst der Stunde verwandeln. Ja, deswegen sind Wasserattacken auch so stark, das habe ich jetzt verstanden. Ich will es aber jetzt fangen, mein Gott. Ich weiß, ich will sehr viele Sachen in meinem Leben, aber das hat äußerste Priorität jetzt. Außerdem, man kann ja eine Hydro-Pumpe 3-mal einsetzen. Oder 5-mal. Ach komm, Leute, ich will's jetzt. Mir soll's jetzt gelingen, gefälligst. Ich kann das Ding nicht mehr angreifen, das ist das Problem.
Und andere Pokémon sind einfach dazu für zu schwach. Gut, so, nun los, komm. Gib dir doch einen Ruck. Ja, der kann auch das. Dann habt ihr jetzt also drei Attacken von dem gesehen. Die letzte, ich weiß nicht, was er einsetzt. Ja, mit einem Wackler ist es natürlich immer gut, aber es reicht mir einfach nicht. Was würde dir eigentlich ein Body Slam ausmachen? Bestimmt mehr als er mir. Aber halt mit Body Slam schadet das sich doch selbst, oder? 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 Das wäre zum einen Teil ganz gut, weil er dadurch mehr KP verliert und wir dadurch es leichter haben, ihn zu fangen. Andererseits ist es schlecht, da er sich bald selbst umbringt. Da verwechselt gerade Body Slam mit irgendwas. Da verwechsel ich irgendwas, oder? Ich habe Body Check und Body Slam. Das ist natürlich ein Unterschied von Welten. Also, nur weil Check und Slam da steht. Junge, was soll ich sagen? Gut, er hebt sich seine Hydro-Pumpe zumindest auf. Also, ihr seht jetzt gerade erst richtig die Stärke von diesem Pokémon. Die ja wirklich unglaublich ist. Also, das Ding, das ist ja ein Weltwunder praktisch. Das Ding hat schon eine gewisse Stärke, vor allen Dingen durch Hydro-Pumpe. Die nicht immer klappen muss. Gut, damit hat er seine Hydro-Pumpe verspielt, ist ganz klar. Ich denke mal, die kann man nur bis zu 5-mal einsetzen, weil so habe ich es gelernt als kleines Kind. So, dann geht's jetzt hier weiter. Gut, ob ich es offscreen fangen werde, weiß ich nicht. Wenn es sich jetzt in eine Situation entwickelt, die ich nicht. Ja, immer das zweimal wackeln, das ist absolut nicht intolerant. Das ist absolut nicht verständlich. Als haben wir es natürlich so dumm geschwächt. Aber ich möchte es einfach nicht angreifen mit irgendeiner Wasserattacke. Damit ist Surfer gemeint. Oh, er kann doch noch mal Hydro-Pumpe, aber es ging daneben. Ich glaube, ich habe gezählt. Es waren 5-mal. Jetzt 6-mal. Aber der kann auch Eisstrahl. Das ist natürlich sehr vom Vorteil. Also Eisstrahl, Gedankengut, Hydro-Pumpe und Body Slam. Kann der. Und wenn ich sage, dass er das kann, dann kann er das. Gut, ich versuche das mal schön mit einer Wasserattacke zu schwächen. Mal gucken, ob es irgendwie was reißt. Hier in diesem Kampf kann ja alles passieren. Puh! Also, doch vielleicht eine sehr gute Idee, jetzt auf Ding umzusteigen. Auf diese Wassertacken, weil die können den schwächen bis am roten Bereich ist. Schade, dass wir kein Einschläfer-Pokémon haben. Jetzt kommt jetzt ein Volltreffer. Ach komm, das müsste doch eigentlich reichen, oder? Jetzt wenn sich Kyogre nicht so dumm anstellt und jetzt sagt, nein, ich werde nicht irgendwie was tun, was dieser Trainer mir sagt. Ich werde für immer und ewig hier standhaft festbleiben. Er wird mich nicht in einem seiner engen Bälle einsperren. Oh, verflixt, das hätte beinahe geklappt. Ja, beinahe wollte ich nur mal. Mit der Betonung auf beinahe. Beinahe bald. So. Bazille Greif an. Hop-Hoff. Top
Kraftkranke, so. Top-Beleber. Davon ist hier die Rede immer noch. Danke, dass du deinen internationalen Dienst getan hast. Wir sind dir alle sehr dankbar. Jo. Da hätte es wahrscheinlich mehr gebracht, einen Ball zu werfen. Du Kyogre, du bist ein ganz schönes Stück an Trainernerven, deswegen musst du jetzt einfach gefangen werden. Mist! So, jetzt los. Aber hier sieht man auch wieder ganz definitiv Hypes Grenzen. Allein dadurch, dass er halt jetzt ein Doppeltyp ist, hat er natürlich auch eine Empfindlichkeit gegen Eis-Pokémon. Das ist natürlich absolut verständlich. Da muss auch jeder das Verständnis zeigen. Und ich drücke jetzt auch die Tasten, was überhaupt nichts bringt, weil das habe ich ja schon mal erwähnt. Bringt nichts. Ich gucke mal schön, wie viel Uhr wir haben, ob ich es dann abbrechen kann oder nicht. Yes! Oh, wundervoll. Gut, Kyogre hat eigentlich relativ in der Mitte nachgelassen. In der Mythologie taucht Kyogre als dasjenige Pokémon auf, das das Meer vergrößert hat, indem es sind flutigartig Regenfälle und Sturmfluten erzeugt hat. Nach einem katastrophalen Kampf mit Groudon legt es sich in den Schlaf. Was übrigens auch erwähnt wird in der Legende von Groudon, dass er gegen Kyogre gekämpft hat. Und deswegen nenne ich dich jetzt auch Mythos. Wenn ich den richtig schreibe heute. Okay, Leute, und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part rufen wir, was denn so draußen alles los ist, was wir denn alles verändert haben. Bis zum nächsten Mal und ciao. War doch ein spaßiger Part, oder? Halt etwas länger, aber egal. Okay, tschüss.